Also ich darf hier eigentlich gar nicht rein. Hi everyone, and welcome to the third episode of Inside AMG. Now, over the last couple weeks, you already heard a lot about acceleration and about braking. So for this third episode, of course, we're going to be talking about the third letter of the alphabet, the C. And we thought a lot about what to show you guys, but we figured since AMG first earned its laurels in the making of high performance engines, it should be something engine related, more specifically, cylinders. Today we offer 6-cylinder engines, 8-cylinder engines, 4-cylinder engines, V12s, the lot. Why don't we take a look right now? You should remember this card from the acceleration video. So here's one of the reasons why this thing gets from 0 to 100 in 3.2 seconds, the 4-liter biturbo V8. As you can see, at first you can't see a whole lot because most of the engine is actually covered up. Another interesting detail is right over here, the plaque with the name of the engine mechanic actually responsible for building this specific engine from beginning to end. So a lot like Swiss watchmaking style, one mechanic is responsible for one V8 engine, for example, not just V8s, but in this case, it is the V8. And that's what we're gonna be taking a look at right now at our engine manufacturing plant here in Affalterbach. So let's head over there right now. Here you can see actually the different parts of the V8. The turbochargers on top, engine bay and everything. So this gets bolted together by one specific mechanic, and that's what we're gonna be taking a look at right now. So head on over with me. All right, so here we are at the engine manufactory. And of course, also today, I'm not gonna be alone on this one. I've invited another expert from AMG, from the engine development department. It's Jens, he's gonna show us around a little bit. Hi, Jens. Hi. Sicherheit geht vor, oder? Ja. Yeah. Hi, Jens. Hi, Sicherheit. Kommt sich immer ein bisschen vor wie Charlie Chaplin mit diesen Sicherheitsschuhen, aber Safety First, auch bei AMG wichtig. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal los. Genau. Du bist der Jens. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was zu dem, was du hier machst bei AMG. Also ich bin jetzt mittlerweile fast 19 Jahre bei AMG, aber nicht hier in der Produktion, sondern ich bin drüben in der Entwicklung. Ich kümmere mich da um Entwicklung, Grundtrieb, unter anderem auch um das Kurbelgehäuse. Und da müssen wir sehen, was aus den Bauteilen wird, was damit passiert. Haben wir gesagt, wir gehen erst doch mal hier eine kleine Runde. Cool. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das einfach mal an. Wunderbar. Kurbelgehäuse verbaut werden. Also man sieht, man hört es auch, hier ist ordentlich Betrieb. Wir sind jetzt mitten in der Motorenmanufaktur an der Linie. Man sieht da hinten auch schon die Kurbelgehäuse. Genau, also hier ist so ein bisschen der Startpunkt von der Motorenproduktion. Hier wird der aktuelle V8 gebaut. Das ist jetzt der 4-Liter V8. Genau, teilweise im GT drin, ja. Im 205 und in den ganzen verschiedenen Baumustern eben gibt es verschiedene Ausprägungen, aber die Basis ist erstmal die gleiche. Das ist jetzt quasi so der Startpunkt, so kommt er hier an und so wird er dann auch übernommen von einem Mechaniker, der dann von vorne bis hinten für den Motor verantwortlich ist. Du kannst es da ganz gut sehen, da hängt das Kurbelgehäuse praktisch in den Montagewagen vorne ein, kontrolliert erst nochmal alles, ob alles sauber sitzt. Hier ist wie gesagt eine kleine Vormontage schon, wo kleine Bauteile vormontiert werden und dann geht's los. Hier ist der Startpunkt. Cool, dann lass uns mal schauen, wie es danach weitergeht. Ja. Hier sind wir dann quasi am nächsten Schritt. Genau, hier geht es dann los nach der Kurbelgehäusevorbereitung mit der Montage vom Kurbelwelle, vom Grundtrieb insgesamt, sage ich mal. Da hängen schon die Kolben, kann man ganz gut erkennen, die sind vormontiert, also Pleuel mit Kolben. Aber hier geht, wie gesagt, dann die Montage erstmal los und die verschiedenen Leistungsstufen werden dann eben unterschiedliche Kolben mit unterschiedlichen Verdichtungen eingebaut. Ach, hier setzt dann andere Kolben ein in den gleichen Block und so kannst du dann die Leistungsstufen erzeugen. Genau. So läuft das ab, weil Bohrung ist in dem Fall immer gleich, Hub auch, aber die Verdichtung ist unterschiedlich. Aha. Hier können wir sehen, wie die Kollegen dann die Köpfe montieren. Aha. Aber nochmal bei der Montage, um alles auszuschließen, sodass irgendwie auch Kleinigkeiten maschinisch gehen. Nicht schlecht, echte Handarbeit. Das kann man tatsächlich sagen, ja. So, hier geht es jetzt schon langsam dann Richtung Turbolader-Montage und Peripherie. Aha. Das Ganze drumherum ist ja eigentlich mit der Hauptarbeit an dem Motor. Das, was zum früheren Zustand unterscheidet, dass wir die Turbolader innen sitzen haben. Also die Auslassseite am Kopf ist nach innen und die Einlassseite ist außen. Früher war das natürlich immer umgekehrt. Innen Saugrohr, dann geht es rein in den Kopf und dann raus in den Auspuff. So ist auf jeden Fall schon beeindruckend, bei dem Stadium schon vom Aufbau des Motors, wie man sieht, wie weit innen da die Zylinder ja schon sind, wenn der Kopf und alles drauf sitzt, also der Wahnsinn.
Gut, bevor wir hier ankommen, fließt ja einiges an Entwicklungsarbeit rein in so einen Motor. Also bevor man, das ist ja jetzt quasi schon das Ende der Nahrungskette des Entwicklungs. Ganzes Ende, sozusagen, ja, genau. Also zeigst du uns jetzt als nächstes, wie ihr in der Entwicklung arbeitet. Ja. Dann gehen wir einfach direkt in die Entwicklungswerkstatt, würde ich sagen. Wir sind jetzt hier top-exklusiv auf dem AMG-Werksgelände. Man sieht, es ist auch schon das ein oder andere getarnte Fahrzeug hier zu sehen. Aber du machst es jetzt noch mal exklusiver für uns, nämlich in der Entwicklungswerkstatt, wo normalerweise gar keiner rein darf. Normal darf da gar keiner rein. Meine Schlüsselkarte zum Beispiel funktioniert hier schon mal gar nicht. Ja, also ich darf hier eigentlich gar nicht rein. Das ist der Vorteil, meine geht hier. Jetzt gucken wir uns mal an. So, jetzt sind wir ja also in der Entwicklungswerkstatt. Also ich war in meiner kompletten Zeit bei AMG tatsächlich noch nie hier drin. Also für mich ist es genauso spannend wie für alle anderen, die jetzt gerade zugucken. Das sehe ich schon. Du hast schon ein paar Sachen für uns hier vorbereitet. Genau. Unseren aktuellen V8, den wir auch schon vorhin in der Produktion gesehen haben. Und hier unser, ich sag mal in Anführungszeichen, älteres Modell. Das ist der M159, der im Moment noch im GT3, im Rennauto eingesetzt wird. Das ist praktisch der legendäre 6,3 Liter. Okay. Man kann das relativ simpel sagen. Und dann noch als Vergleich zu unser aktueller 12-Zylinder. Das Thema Downsizing ist eine ganz interessante Sache und ich glaube, das kann man nicht besser an den beiden Bauteilen darstellen. Das ist schon der Wahnsinn. Also wenn man hier so guckt, das ist hier jetzt wieder der 4 Liter. Genau. Und hier der große Sauger. Also hier komme ich. Da sieht man schon mal den Unterschied. Ja, genau. Hier kannst du die komplette Faust kannst du reinstecken in den Zylinder. Also es ist schon. Gerade wenn wir auch über das Thema Literleistung, spezifische Leistung reden, dann kommen die zwar im Endeffekt auf die ähnliche effektive Leistung, aber 4 Liter, 6,3 Liter. Also eine wesentlich höhere Literleistung, genau. Ja. Die sind ja jetzt alle aus, die sind beide aus Aluminium, ne? Genau, das Aluminiumguss. Ja, da sieht man auch, mit Alu ist es relativ leicht machbar. Mit einem Grauguss-Teil wären wir wahrscheinlich zu zweit hier zu Werk, um das annehmen zu können. Das sieht man praktisch jetzt hier. Hier wird das praktisch die Kurbelwellenlagerung. Das sind Kurbelwellenlagerdeckel, heißen die offiziell. Und dieses Kurbelgehäuse ist ein hochintegriertes Kurbelgehäuse, Integralbauweise. Wir haben das Steuergehäuse mit dran. Wir haben Teile Wasserpumpe, das Thermostatgehäuse wird auch vom Kurbelgehäuse selbst gebildet. Dadurch ist es zwar im ersten Moment mit, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ca. 48 Kilo, hört sich erstmal schwer an. Wenn man aber genau beachtet, was alles für Bauteile schon integriert sind, ist es verdammt leicht. Und man will ja, das Kurbelgehäuse muss möglichst stabil sein, um die Verbrennungsdrücke, um die Schwingungen aufnehmen zu können, ohne zu reißen. Die Laufbahn an sich muss aber hochverschleißfest sein. Und dadurch gibt es eben, es gab früher mal eine Variante, so ein Monoblock-Design, wo wirklich Laufbahn und Kurbelgehäuse selbst waren ein Guss. Das macht man aber heute nicht mehr. Die Festigkeit, aus Festigkeitsgründen gibt es eben diesen Basiswerkstoff, die Aluminium- und Silizium-Legierung. Und hier die Laufbahn wird praktisch, das ist eine Spritzschicht. Ah, okay. Das hat AMG tatsächlich, haben wir damals eingeführt in Serie. Stimmt, also du musst immer noch einen Film haben. Ja, genau. Ja. Und das ist hier praktisch der absolute beste Kompromiss, dass du gewisse Schmierung noch hast, aber trotzdem die Laufbahn schon extrem glatt ist. Wenn wir jetzt mal Top-Repressionswert. Wenn wir nochmal rüber schauen auf den 12-Zylinder, der sieht ja jetzt schon quasi ein gutes, der sieht eigentlich schon ein gutes Stück anders aus jetzt als die anderen beiden. Also der ist ja auch irgendwie ein Stück weit anders gegossen. Ne? Also genau, das Gießverfahren ist ein anderes. Hier reden wir von Sand-Kokillenguss von beiden und das ist ein Druckgussverfahren. Man kann auch sagen, das sind wirklich komplette Eigenentwicklungen von AMG. Der 12-Zylinder, da haben wir tatsächlich mit der Serie zusammengearbeitet und die Basis der Serie schon mal übernommen. Hier sind Laufbahnen eingegossen. Da reden wir von Laufbuchsen. Und das ist praktisch jetzt ein komplett anderes Verfahren. Okay. Hier ist eine Eisenlaufbahn und das ist eine Aluminium-Silizium-Laufbahn. Also ähnlich wie das Kurbelgehäuse, bloß von der Festigkeit ist viel höher und von der Verschleißfestigkeit. Nennt sich Silitec-Buchsen. Und dieses Verfahren war da üblich. Und jetzt sind wir, wie gesagt, auf unser eigenes Verfahren, auf diese LDS, falls sich interessiert. Das heißt Lichtbogen-Drahtspritzen. Da wird tatsächlich ein Draht wird über Strom und Gas flüssig, also in den Plasmazustand gebracht und der wird dann rotierend auf das Aluminium aufgespritzt und erkaltet da und das ist dann praktisch die Basis für die Laufbahn. Hier sieht man tatsächlich noch so ein bisschen diesen Übergang zu den, genau, das ist dieser Übergang zu den Laufbuchsen, oder? Das ist exakt die Laufbuchse. Genau, da sieht man dann die Trennstelle. Genau, und hier sieht man es dann nicht mehr, weil da sieht man gar nichts mehr. Hier reden wir auch nur von einer Sollstärke von 1,5 Zehntel. So dünn ist es nur. 1,5 Zehntel von einem Millimeter. Genau, 0,15 mm, die Schichtdicke, es geht wie gesagt nur nicht um Festigkeit, sondern um Verschleiß. Was gibt es da noch so für Effizienzthemen, wenn wir über solche Laufbahnbeschichtungen sprechen? Also was kann man da irgendwie noch machen, um den Motor noch effizienter zu machen? Oder gibt es da Kniffe und Tricks? Tatsächlich ist es auch ein gutes Beispiel.
die Laufbahn an sich natürlich, die hat auch Einfluss auf die Reibleistung. Mhm. Und Reibleistung hat natürlich wiederum direkten Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch. Und um den Motor bzw. den Kolben dicht zu kriegen, dafür gibt es ja die Kolbenringe, die sind jetzt hier mal nicht dabei, muss man eine gewisse Spannung aufbauen. Ich glaube, sind sie drauf, oder? Da sind sie noch zu sehen, hier ist noch nicht drauf montiert. Und man kann natürlich einen Kompromiss fahren, die Ringspannung immer weiter runterzunehmen und dann eben die Reibung auch dadurch zu reduzieren. Ganz speziell ist tatsächlich die Art der Honung oder das Honen der Laufbahn. Wir reden da von Brillenhonen und Brille, weil erklärt sich fast von alleine. Es wird praktisch der Zylinderkopf, der später montiert wird, wird beim Honen simuliert. Das heißt, ich ziehe auch mit der vollen Schraubenkraft, wie später der Zylinderkopf angezogen wird, ziehe ich diese Brillen an. Ja. Dadurch verzieht sich das Kurbelgehäuse. Also wir reden davon Verzügen, wir denken immer, das ist ein perfekter Zylinder. Aha. Wir reden hier von minimalen Verzügen, die dann im 100-Bereich sich aufhalten. Und jetzt verzieht sich das und dann wird gehohnt. Und dadurch gleiche ich praktisch die Verzüge, die später im Motoraufbau dann stattfinden, gleich aus. Vorher schon aus. Ah, krass. Ich habe dann, wenn der Zylinderkopf montiert wird, habe ich praktisch eine perfekte zylindrische Bohrung. Also deswegen ist auch genau der Grund, warum man dann auch die Möglichkeit hat, die Ringspannungen immer weiter zu reduzieren. Da ich nämlich die Laufbahn praktisch, wenn die einen perfekten Zylinder bildet, dann kann der Ring auch annähernd perfekt abdichten. Man hört ja immer relativ viel von Downsizing, Zylinderzahlen gehen zurück, Literleistungen steigen. Ja. Wie kann man da, was kann man da eigentlich noch machen, um so einen Verbrenner noch effizienter zu kriegen, der jetzt eigentlich schon weit über ein Jahrhundert weiterentwickelt wurde? Ja, gut, Werkstoffe werden immer besser ausgenutzt im Vergleich zu früher. Und eben die Techniken, auch der Zulieferer, sage ich mal, die werden auch immer besser. Die gerade das Thema Ringgröße. Mhm. Wir reden jetzt mittlerweile hier von Ringen, der jetzt nur noch 1 Millimeter stark. Mhm. Und das hat es früher überhaupt nicht gegeben. Sowas wäre gar nicht möglich gewesen von Werkstoffen her. Deswegen, was hatten wir da früher für Dicken? Also ganz früher ging es dann teilweise bis 2,5 Millimeter oder sowas. Und das hat natürlich direkten Einfluss auf die Reibleistung. Mhm. Jetzt haben wir hier hinten, sehe ich, haben wir noch einen Vierzylinder stehen. Genau. Wir hatten ja mal über das Thema Literleistung gesprochen. Da muss man natürlich unseren Vierzylinder auch hervorheben, weil der bezogen auf die 2 Liter Hubraum, die er hat, natürlich extrem viel Leistung bringt. Also der aktuelle Vierzylinder hat ja mit 381 PS verkauft. Das ist schon ein richtig kompaktes Teil, wenn man sich das anschaut. Das ist relativ leicht auch sogar, also für so ein massives Aluminiumteil. Ja, dafür, dass er so extreme Verbrennungsdrücke aushalten muss, kann man Wahnsinn, sagen. Echt beeindruckend. Alright, so right now we're at the test bench area here at Mercedes-AMG. Jens, was macht ihr hier genau? Das ist einer von unseren Prüfständen, auf denen wir insgesamt Funktionstests machen, Dauerhaltbarkeitsprüfung, aber auch Einläufe nennen wir das. Gütesicherung, Heißtest, so ist die Beschreibung. Und das ist jetzt das, was wir sehen. So we're incredibly lucky right now, because there's actually a V8 on the test bench right now as we speak. We've seen this beautiful V8 engine now in the manufactory. We've seen it in the development workshop. We've seen it glow on the test bench. So I'd say now it's time to go for a ride. So let's hop on in. Okay. Da müssen wir uns ein bisschen beherrschen. In der DTM haben wir jetzt auch den V8 ersetzt durch einen reinen Vierzylinder. Sehen wir, dass die Leute damit unterwegs sind. In der Formel 1 mittlerweile gibt es auch schon immer wieder kleinere Motoren. Wo geht denn der Trend da noch hin? Wie geht es denn da weiter? Ja gut, das Thema Aufladung ist natürlich extrem wichtig. Die Aufladung wird praktisch einen viel wichtigeren Stellenwert einnehmen. Und das Ganze optimieren drumherum. Aber trotzdem auch interessant zu sehen, also gerade dieses Thema Literleistungen, was wir da angeguckt haben, auch im Vergleich der Sauger, der alte Sauger in Anführungsstrichen, und dann der 2 Liter Vierzylinder mit ja quasi fast der doppelte Literleistung. Ja, ist tatsächlich so. Ja. Das, was der 2 Liter Vierzylinder leistet, das war vor wenigen Jahren World Rally Car Niveau, also echter Rennsport. Verbrennungsdrücke, ich sag jetzt mal grob Richtung
150 Bar im Mittel. Mhm. Das waren Themen, die gab es teilweise nicht mal mehr im Rennsport. Mhm. Und so gesehen kann man schon daran erkennen, wie weit sich das Ganze jetzt entwickelt hat. Es wird noch weitergehen, aber die Limits werden natürlich enger. Jens, dir vielen herzlichen Dank für den heutigen Tag. Kein Problem. Für diesen top-exklusiven Blick hinter die Kulissen. We've seen how much development work actually goes into such an engine and we've seen it glow, heard it raw on the test bench. Also, we've learned that downsizing doesn't mean less power. If anything, it means more power and even more interesting engines with increased compression and increased performance per liter. If you've liked what you've seen today, feel free to leave us a thumbs up. Also, comment down below with your video suggestions for what we should shoot next. And if you haven't already, subscribe to the channel. Also, click on the little bell icon next to it so you always get notified whenever we upload a new video. So, until the next one, bye-bye.